Mein Name ist Markus Faber, komme von Wiesendangen bei Winterthur. In der Drehagelszene bin ich seit 2013. Es war eigentlich schon ein Bubentraum von mir. Früher, zu eben Kinderzeit, Jahrmärkte, wo es hier noch jemanden hatte, bin ich immer noch ein stehen geblieben vor der Drehagel und hat mich fasziniert. Und dann 2012 in der Fernsehsendung Musikantenstadel war die Firma Raffin vertreten gewesen. Und da hat es mir richtig Klick gemacht und seitdem bin ich besessen von der Drehagel-Musik. Das Drehagel-Festival Einsiedle, das findet alle Jahr statt, organisiert von Peter Bürgisser. Er ist zugleich auch Präsident des Schweizer Drehagel-Club. Und so alles, da werden die Spieler eingeladen. Man legt das Band einlegen und dann das Band geht über den Spieltisch hier und dann mit dem Drehen tut man das Band drüber ziehen, macht zugleich Wind in der Windlade und wenn die Löchli beim Spieltisch übereinstimmen, dann tut das Ventil schalten und die entsprechende Pfeife gibt dann den Ton. Register, das macht eigentlich die Vielfalt vom Stück nachher aus. Und sie, die es arrangiert, tut die Register auch ein bisschen vorgeben, wenn welche zum Schalten sind. Und das ist auf dem Band vermerkt. Und das ist auch der Grund, dass wir Spieler, vor allem bei Drehagel-Konzerten oder in der Kirche bei Gottesdienst, relativ ziemlich fest in die Orgel hineinschauen, auf den Spieltisch, dass man zum richtigen Zeitpunkt das richtige Register ziehen.